Bis wir beim Endboss sind, wird es noch ein bisschen dauern. Gibt's überhaupt im Call of Duty Modern Warfare einen wirklichen Endboss? Naja, doch, es gibt den Zakhaev, ne? Also den musst du ja am Ende. Also das ist jetzt nicht irgendwie der besonders schwerste Gegner, nur du bist halt. Sitzt jetzt nicht in einem Panzer oder kommt in einem Mech auf dich zugelaufen? Ja, doch, ich glaube, der kommt da, wenn es dann soweit ist, mit dieser Endschlacht, der kommt da mit irgendwie ganz gutem Gerät an. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fährst du, glaube ich, mit dem Auto weg und er ist mit dem Hubschrauber hinter dir und du musst dann halt den Hubschrauber irgendwie abballern. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann gibt es halt diese berühmte Endszene, diese bei diesem geilen Film Act of Valor, wo ja echte GIs quasi oder Navy Seals was geht denn ab? Ja, echte GIs, echte Navy Seals? Ja, genau, die haben sie da als Hauptdarsteller verpflichtet. Und das ist quasi Call of Duty der Film. Also wirklich, Battlefield und Call of Duty der Film ist das. Okay, ja, habe ich nie gesehen bisher. Nee, der ist auch nicht gut. Also wirklich, der ist nicht gut. Aber von der Action halt schon ganz schnittig inszeniert, beziehungsweise ist alles schon sehr passend, was die da machen. Okay. Ja, jetzt bin ich hier an derselben Stelle wie eben. Das ist knifflig. Sie kommen von allen Seiten und sie haben immer nur mich im Visier, als hätte ich einfach so großen so Weihnachtsmann, so einen Blinkehut auf, ja, und irgendwas ist da noch nicht in Ordnung. Schießt hier hin. Piep, piep, piep. Ja, man fragt sich wirklich, was hab ich ihnen getan? Warum nicht? Why not someone? Ja, du bist unter anderem mit deinen Kollegen in ihr Land einmarschiert. Also. Ja, also das ist. Das hat politische Gründe. Da können wir doch alle nichts für. Ah, okay. Da hat halt gelassen. Okay. Kommt da noch einer? Hier ist noch einer. Ja, dann dringt doch bitte vor. Dringen Sie bitte ein. Komm mal aus. Aber ich lasse die Jungs mal schön vorlaufen. Man darf ja immer, es ist wirklich so, man darf nicht zu lange warten, um nach vorne zu laufen. Man darf aber auch nicht zu schnell sein, weil wirklich, man muss so die erste Welle erledigen und dann kann man oft überhaupt erst vorlaufen, ohne direkt erledigt zu werden. Wie sind das hier? Okay, Kollegen. Immer noch in dem Haus. Immer noch im Haus. Da hinten ist auch noch eine. Ja. Ey, du hast doch noch die Panzerfaust, oder? Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die brauche ich noch. Würde ich mir gerne aufheben. Für den Moment, wo ein Panzer kommt oder so. Oder dann jemand hinter hast du den Granatengeschütz steht. Nee, nicht, ne? Ach, du hast ja auch eine ganz andere Waffe. Da oben ist noch eine. Da ist eine beim RPG. Da war eine beim RPG. Da war so ein Granatenschmeißer, so ein Hinterhältiger. Ja. Aber wenn ich auf die. Nicht die Granate, aber wenn ich auf die Rakete vom Raketenwerfer schieße, explodiert das dann? Also würde das normalerweise explodieren in der echten Welt? Achso, wenn es in der echten Welt. Ja, wenn du quasi auf den Sprengkopf schießt, würdest. Ja, das würde explodieren. Also. Ich hätte mir vorstellen können, dass das Ding erst scharf gemacht wird in dem Moment, in dem man es abfeuert oder so. Nicht naja, quasi gut, wie so ein C4-Pack die ganze Zeit. Du hast ja vorne diesen Kopf und ich glaube, da sind so Zündplättchen drin. Ah. Die zünden ja das Ding. Okay, ja klar. Boah, ey, sowas, das sind alles keine Sachen für mich, ne? Krieg, Waffen, das bringt alles nichts. Die hören nicht auf. Ich will aber auch gerade nicht abgeben, merkt man. Ich halte mich so ein bisschen vor ihm zurück. Kann ich jetzt vor? Ey, da kommt immer noch einer. Ist das ein Kollege da links? Ja, der ganz links ist mir, ja. Der da. Und da kommen wieder welche aus der Gasse. Die kommen genau aus dieser dreckigen Gasse. Aber hier, wer ist es hier, Private Eckensteher? Wer ist das? Private Lappen. Ja, geht nicht. Hier, Vasquez. Vasquez. Oh, der Lieutenant. ups, mal gucken, wie es hier aussieht. Von hier aus. Oh, da habe ich jetzt nichts zum Anvisieren. Na doch, geht trotzdem. Kimmelkorn. Ey, Vasquez, ist so eigentlich, was geht mit dir ab, Alter? Der will nicht mehr leben, der hat aufgegeben. Der will einfach nur noch, dass es jemand für ihn erledigt. Suicide by Simon. Und du, Sergeant Griggs? Stealth. Sag mal, willst du mich verarschen? Wo schießt du denn hin? Für wen war diese Granate? Da oben. Erster Stock. 11 Uhr. Moment, da ist auch einer. Aber da können sie jetzt mal mit so einem Granatwerfer drauf rotzen. Ja, hast recht. Boom. Weg, oder? Da dürfte keiner mehr stehen. Doch was gebracht haben, ja, finde ich auch.
Das ist schön. Unten sind auch noch welche. Schockperspektive. Jetzt habe ich doch keine Granate mehr. Das hat sich ja voll gelohnt. Ja gut, die hast du auch irgendwo gefunden. Ne? Ja. Okay. Wie heißt er? Kornken? Bring mal noch einen Kornken. Okay, wir arbeiten uns langsam vor. Das hat er nicht schlecht gemacht, hat er schön zurückgeworfen. Die Map mochte ich auch. In the Multiplayer. Ey, da habe ich erzählt, ich bin John Carpenter auf Konzert. Da haben mich Leute auf Twitter angeschrieben, die auch da waren. Ist ja lustig. Irgendwie war das so? Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, eine Band steht da. Also wirklich ein ganzes Band-Selling. Im Bus ist war einer gewesen. Und vorne ist halt ein Keyboard. Ein kleineres. Und da steht dann der Chef. Und macht halt so ein bisschen den Zwei-Finger-Adler. Ja? Während er halt noch so einen. Während er halt noch so einen richtigen Pianisten rechts von ihm stehen hat, der dann halt so eher die komplexeren Melodien. Einen richtigen Musiker. Ja. Aber es war schon cool. Die haben halt zu jedem seiner Filme haben sie halt irgendwie immer Ausschnitte gezeigt. Und so die besten Szenen und so. Und wenn er halt nicht irgendwie Sachen aus seinen Filmen gespielt hat, sondern halt von diesen Lost Themes Alben. Mhm. Dann haben sie halt so Visuals da gemacht und so. Und er hat halt, was ich, immer so zwei Songs aus Filmen und dann immer wieder so zwei Songs aus den Lost Themes. Und es war eigentlich ganz angenehm, die Mischung, weil die Lost Themes auch echt ganz cool sind, also die anderen Stücke. Und ich habe eigentlich. Ja, also bis auf ein Stück habe ich keins vermisst. Ich war sogar überrascht, dass er Christine als allerletzten Song gespielt hat. Boah, ich weiß gar nicht, Christine kenne ich gar nicht. Ja, das ist auch wirklich der präsente Song. Oh, shit. Oh, verdammt. Eieieiei. Haben sie mich schön ausgespielt. Ich glaube, jetzt muss ich abgeben, oder? Habe ich noch einen? Nö, bitteschön. Du bist dran. 150. Ja, habe ich dich aber gut vorangebracht. Oh, ah, da ist schon das erste Leben gleich weg. Zack. Jetzt schießt nicht mein Raketen, der habe ich die so weit mitgeschleppt. Nicht vergeuden. Oh oh. Ja, die gehen ja ganz schön dumm in Deckung. So bringt das nicht so. Runter. Ha. Freunde, komm, ich schieß nach vorne, da könnt ihr doch mal bitte die Seite absichern. Ey, das kann doch nicht sein. Wie viel hält der Typ aus in dem Bus? Ja, jetzt ist er, glaube ich, weg. Die kommen halt auch immer nach. Ja, wenn du dich einmal. Ey, da stehen zwei Leute von. Was ist denn das bitte? Ey, so viel kann ich doch voraussetzen, dass die irgendwie mal bitte die Seite absichern. Du bist müde geworden. Nachlässig. Also. Dumm, möchte man fast. Entschuldigung, sagen. Aber was soll ich denn da jetzt machen? Ja, nicht viel. Regie versucht dich wütend zu machen. So einfach geht das nicht. Lass ihn mal 10-mal an derselben Stelle sterben. Dann vielleicht. Jetzt komm, mit Kanonen auf Busse schießen. Da hilft dir doch nichts. Ah, sehr schön. Sehr schön. Feinde! Erdgeschoss! Links ist wieder einer im Bus, zwei sogar. Sag mal, habe ich ihn getroffen? Oh, Dragunov!
Ja, aber dann muss ich jetzt hier das Ding hier loswerden, ne? Ja, gut, dann mach es halt. Jetzt! Alter! Das nicht! Nee, nee! Geh nochmal in Deckung! Genau, ich würde einfach mit der Dragon auf. Ja, da rechts war einer. Ja? Oben auf dem Balkon, hier rechts, ja. Aber den habe ich nicht gesehen. Warum war nichts am Tresen, ne? Außer Tresen nichts gewesen, ey. Außer Tresen nichts gewesen. So, da bin ich schon durchgedödelt, da ist nichts. Ne? Nee, leider nicht. Nicht mal ein extra. Bisschen Intel. Nee, nee, nee. Nein! Why? Why? Weil es Nordosten war. Er hat 4 Kinder zu Hause und einen Hund, eine Hypothek abzubezahlen. Seine Frau kann das Haus nun verkaufen und die Kinder müssen, weiß ich nicht, müssen im Kohlebergwerk arbeiten. Nein, das ist nicht legal. Aber im Bergwerk dürfen sie arbeiten. Uiuiuiuiui, jetzt will das aber ganz schön wissen. Ja, nicht schlecht, hast du gut gemacht. Aber hier kommen jetzt einige. Wer schießt da? Einer von meinen Leuten? Ich weiß auch nicht, sieht irgendwie. Wo sind die alle? Warum kommt der Panzer nicht? Wo, also. Ja, ja. Granaten werfen, das ist alles, was sie können. Ja, da hab ich auch mal einen. Und warum eigentlich nicht? Oh, ich glaube, du triffst die eigenen Leute immer. Ah, sei doch nicht so. Ah, warte doch ein bisschen. Schön Welle für Welle vorarbeiten. Was macht denn ihr da? Okay, rechts im Eingang ist noch einer. Gehe ich da jetzt vor oder was mache ich? Naja, du musst ja eigentlich nur den nächsten Checkpoint auslösen. Ich wette, wenn du reingehst. Ja, da kommt bestimmt gleich wieder einer um die Ecke oder so. Natürlich kommt da einer um die Ecke, immer. Aber da ist auch im Moment keiner. Glück gehabt. Ah, jetzt ist der Checkpoint gleich da. Griggs, nagel du sie von hier aus fest. Bravo, rückt ab und flankiert sie von der rechten. Sie ziehen sich zurück! Wachsam bleiben, es könnte eine Falle sein! In Deckung! Na? Ich hab's doch gewusst. Boah, die Einzelschüsse. Ich find's hier ziemlich viel, ne? Komm, ich probier's jetzt mal. Bisschen. Oh. Scheint nicht mehr viel zu gehen, ne? Schuss!
Gut. Panzer die Straße rauf! Das Intel, der Laptop. Wo? Oh. Links, da. Warpig, Bravo 6, T-72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen, over. Verstanden, Bravo 6, ich habe ihn auf Infrarot. Wechsel auf manuell. Warpig. Jede Menge indirekte Treffer. Jetzt nichts wie raus hier. Komme durch. Jetzt? Verstanden, Bravo 6. Also, sind wir jetzt da? Bravo 6, das zweite Platoon ist unterwegs zum Treffen an Ihrer Position. Wie ist Ihr Status? Over. Ja, jetzt ist das die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs. Wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platoon haben. Das wird jetzt bestimmt asozial. Lieutenant Vasquez, hier Outlaw 25. Die Spezialeinheit ist unterwegs, um Al-Assad zu holen. Das heißt jetzt hier bestimmt sicher in den Hubschrauber müssen. Weiß nicht, vielleicht auch Affenmoos Ende. Al-Assads Aufenthaltsort herausgefunden. Alle Mann an Bord. Ah. Das war ja wirklich einfach. Kommt das vom Band oder? Ich weiß nicht. Das klang gerade wirklich wie live aus der Regie. Das klang live aus der Regie. Aber nein. Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand ernsthaft zuguckt. Marines, wir haben eventuell Al-Assad in der Hauptstadt entdeckt. Das erste Bataillon ist auf dem Aufklärungsdaten des SAS lassen vermuten. Ich frage mich, wann die große Bombe kommt. Wir müssen uns beeilen. Noteinsatzteams wurden losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet. Aber Al-Assads Boden. Das war jetzt ein bisschen. Also ich fand es jetzt nicht so überhaupt nicht schwer. Ja, es ist sehr unverhältnismäßig schwer manchmal. Also es hat keinen richtigen, kein Gleichgewicht. Vielleicht wollen sie es auch nur. Ja, ach die. Du bist dran weiter, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie ist denn unser Killcount? Ja, 52 müsste es sein, oder? Aber auch, ja. Alter, was für dicke Zigarren du da rausballerst. Fump, 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 fump. Die Mission durfte ich, glaube ich, auf der Gamescom sehen. Das war schön. An alle hier Adlerauge. Wir sehen feindliche Panzer in Palmenheim westlich des Flusses. In Palmenheim westlich des Flusses. So, Satellitenfernseher hat erledigt. Oh, unten Raketenwerfer unten, unten Raketenwerfer, da ist der Raketenwerfer. Er hat dich getötet. Das war aber auch wirklich jetzt der Raketenwerfer, oder? Ja. Da hältst du scheinbar nur ein oder maximal zwei Schüsse aus. Hier kommen die jetzt gleich, da. Nicht mit mir. Nee, wirklich. Schön auf dem Dach mal aufgeräumt, alles weggefegt, was da so ist, was da nicht hingehört. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Ja, das ist der Helikopter, glaube ich. Oh nee, da unten ist ein Panzer. Splatz, Splatz! Oh,
Okay, Bachelor 27, bringen wir diese Abrams an die Front. Adler, hier Kommando. Die Hälfte hier absetzen und den Rest 2 Kilometer weiter nach Westen. Ein Stützpunkt in der Stadt festgenagelt und muss evakuiert werden. Jetzt rollt hier, glaube ich, ein Panzer drüber, genau. Verstanden, Kommando. Outlaw 25 ist unterwegs. Jo, kann ich los, oder? Marines, herhören. Eine unserer Vorhuten ist festgenagelt und braucht unsere Hilfe. Ach komm, ich möchte jetzt hier was. Ich wollte auch auf den Boden. Ah, du kommst schon noch. Nee, ich hab Schiss abgeknallt von irgendwas. Oder? Die Vorhut sitzt im Kampfgebiet fest. Sie signalisieren ihre Position mit grünem Rauch. Da, jetzt kannst du raus. Shit! Achtet dabei auf Verbündete beim farbigen Rauch. Evakuieren wir unsere Jungs und dann nichts wie weg hier. Mörserbeschuss! Achtung! Landezone nicht sicher. Drehen eine Schleife. 3 Minuten. Irgendwas. Achso, da ist Oh, der hockte da in der. Ach, komm. Eins noch, oder? Mindestens, ja. Eins. Ach, nee, shit. Mörserbeschuss! Achtung! Landezone nicht sicher. Drehen eine Schleife. 3 Minuten. Feindliche Soldaten! Drüben eine kaputte Mauer! Feuer! Sieh die Hörner! Ja, hab ich ihn erwischt? Der hoch oder? Feindkontakt! Drüben bei der kaputten Mauer! Nördlich von uns! Achtet auf Verbündete beim grünen Rauch im ersten Stock. Holen wir unsere Jungs da raus. Na los! Aber wie? Ziele auf freier Fläche! Hier, Vasquez! Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du ständig bei mir irgendwie. Soll ich das mal nehmen? Oh. Ja. Hier, kannst du dich vielleicht erinnern? Also ich glaube, du hast es bei Game Plus Daily gesagt. Du hast bei Game Plus Daily, glaube ich, irgendwie mal ausgerufen, dass die Leute irgendwie Namen für das gesamte Projekt hier irgendwie ins Leben rufen genau. sollen.
unsere Marketingabteilung sollte dann Preise verlosen. Das wurde auch gemacht. Wir haben aber nie mitbekommen, wie denn das Format jetzt heißen soll. Oder zumindest welchen Spaßtitel es bekommen soll. Okay. Es waren ein paar sehr gute Vorschläge dabei. Eben. Ich habe die leider aber auch nicht mehr alle irgendwie. Die waren auf so verschiedenen Ebenen verteilt. Die waren mal im Forum, die waren mal auf Twitter. Und ich habe leider wirklich nicht mitbekommen, dass es überhaupt so eine Auslosung dazu gab. Und dann halt, was auch letztendlich genommen worden ist. Aber ich hätte da, keine Ahnung, jede Folge einen anderen Namen genommen, weil da waren so viele geile Sachen dabei. Ja. Ja, wir werden versuchen, zum nächsten Mal mal eine klare Ansage zu bekommen, wer da gewonnen hat. Oh, komm, das war aber auch echt. Oh, Mann. Kommando planlos. Ah, ja, ich bin wirklich, ich merke richtig, wie ich so, bin ein bisschen müde, weil ich den ganzen Tag irgendwie schon gehetzt werde und ein Programm mache. Aber ich habe mich eigentlich auch sehr drauf gefreut, nur ich merke wirklich, wie meine Reaktion komplett nachlässt. Okay, wo ist was? Falsche Richtung. Dieg in Destroy. Nee. No. Okay. Sieg in Destroy. Ja, wir kriegen das hin. Jetzt ohne zu sterben. Jetzt nochmal mit Kalkül. Birück. Hallo, ne? Ich kann mich leider auch an keinen einzigen dieser Namen erinnern. Da waren wirklich ein paar echt super Namen dabei. Dumm und Dümmer hätte auch gereicht. Da klirrt es doch schon wieder. Hier ist so nix. Nie kommt einer, wenn ich anvisiere. Renn, 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 renn. Da haut er ab. Nee, doch nicht. So, schon. Slanchik. Meinst du hier rechts, oder? Da, ja, genau, da wo du schön hinvisiert hast. Ja, ich will nicht zu weit rausgehen. Achtet auf Verbündete beim grünen Rauch im ersten Stock. Holen wir unsere Jungs da raus. Na los! Weiß gar nichts. Ey, Entschuldigung, aber wenn du hier wohnst, bist du irgendwie auch selbst schuld. Ziele kommen aus der Deckung! Also, ihr sollt eigentlich kein Zivilist mehr sein. Nee. Naja gut, wenn ich hier wohne, bist du selbst schuld. Ich weiß natürlich. Naja, es ist natürlich jetzt provoziert gesagt, mir ist bewusst. Wo wird gerade einmarschiert, da ziehe ich jetzt hin. Da sind also die Immobilienpreise bestimmt schweinegünstig. Ja. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn in dem Moment, in dem ein Panzer auf meine Stadt zufährt, geh ich aber in die andere Richtung. Das ist alles, was ich meine. Da muss man dann halt. Muss halt die Videospielsammlung auch mal zurücklassen. Kannst du nicht alles mitnehmen. Nee, erwischt man nicht. Das ist auch übrigens einer von deinen Leuten. Ach ja, das ist ja mit dem grünen Rauch schon wieder. Da, die sind da. Wobei ich mich frage, warum ballern die jetzt auf uns, wenn sie doch eigentlich in dieses Haus da reingehen können? Um halt unsere Soldaten da fertig zu machen. Oh, Checkpoint. Ja, yeah, da ist einer. Wir haben den Checkpoint, hier ist noch einer erledigt, den schnetzel ich ab. Noch einer! Ja gut, okay, das war aber auch jetzt wirklich, das war bewusst dumm gespielt, weil ich dachte so, komm, scheiß drauf, den kannst du, aber das kannst du ja nicht, du kannst nicht einfach nur, komm, mach mal, geht nicht. Nee. So, ich habe bestimmt noch ein Leben, das werden wir gleich nach der Werbung ausnutzen und dann spielen wir dieses Spiel mit einem Leben durch und der Schröckert kommt nie wieder dran, versprochen. Ich penne eine Runde dann.